Okay, Freunde, da sind wir schon wieder in der, beziehungsweise ich in der gleichen Aufnahme, hier in der neuen Folge. Und wir wollten hier aber nur auf die Schnelle ein bisschen Kupfer holen. Nicht mehr und nicht weniger. Unsere Hacke ist kaputt, ne? Ja, ich merke schon, weil die total beschissen abgräbt. Und ich denke, es wird dann demnächst sogar auf eine Kupferhacke rauslaufen. Ich hoffe zumindest, dass sie ein bisschen effektiver abbaut, beziehungsweise ein bisschen schneller. Aber zum Glück gibt es hier Kupfer wie Sand in der Wüste. So, ah, nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt jeglichen Kontakt mit Freunden vermeiden, ne? Hier ist unser Portal. Kupfer. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge Kupfer. Also zumindest nicht der Block, sondern der hier hinten, ne? So, et voilà. Und es kann sein, dass ich sogar in der nächsten Folge eventuell, also vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber in den nächsten paar Folgen auf jeden Fall sogar einen kleinen Gast dabei habe auf der, auf dieser Map hier, der mir vielleicht ein bisschen unterstützt oder mir ein bisschen hilft hier. Haben wir noch irgendwo Kupfer? Hier hinten ist ein Block. Ich bräuchte aber ein bisschen mehr. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was. Da müssen wir schnell das Skelett hier auseinanderlegen. Sensenmann, bye bye. Ups. Ich hau immer auf die Blöcke daneben hier. Oh, hier geht's auch nach unten, ne? Wollen wir mal kurz einen Blick riskieren? Oder waren wir hier unten schon? So, sehr schön. Aber ich denke nicht, dass wir hier unten so wirklich viel Kupfer finden. Oder doch? Da müssen wir hier mal kurz ein bisschen kämpfen. Oh, mit einem Schuss! Holy shit! Leute, was ist denn... Warum ist unser Bogen jetzt so strong? Ich habe, by the way, unser Leben ein bisschen gelevelt. Aber dass das jetzt hier so hardcore ist. Also sprich, dass wir die jetzt hier alle mit einem One-Click-Down gemacht haben. Das ist schon beachtlich. Haben wir hier irgendwie Kupfer, Kupfer, Kupfer? Ich hoffe, uns greift jetzt hier das Skelett nicht an. Okay, zwei Schüsse. Zwei Schüsse. Einmal Kupfer. Ne, das wollen... Moment, hier ist auch Kupfer. Oh, fuck, wir müssen hier auch... Das will ich auf jeden Fall wieder zubauen hier. Nicht, dass ich hier nochmal runtergehe und auf einmal ist der Boden weg. Aber wenn ich den jetzt hingebaut habe und... Ja, da muss ich jetzt aufpassen. War das jetzt der letzte Block? Ich weiß nicht. Ist auch erstmal egal. Haben wir genug Kupfer? Das ist die Frage nämlich. 44. Sollte vollkommen reichen. Wir reisen zurück auf unsere Home-Map. Wir probieren diesen Bohrer zu bauen. Habe ich in der letzten Folge gesagt. Diesen Bohrer und diese Bergbaulampe. Beziehungsweise diesen Bergbauhelm. Und vielleicht noch eine Eisen... Ja, wobei, wenn wir den Bohrer anbrauchen, wird diese Eisenhacke nicht. Aber diese Landeplattform wäre auch ziemlich nice. Deswegen will ich auch schauen, dass ich das vielleicht noch irgendwie gebacken bekomme. Okay, friedliche Hügel. Ihr werdet mich hassen, aber ich weiß immer noch nicht, wo mein Zuhause ist. Ach doch, hier hinten. Ja, jetzt kommen natürlich wieder alle... Ich habe komischerweise immer das Pech, dass wir mich alle in der Nacht kalt erwischen. Lass mich in Ruhe! Hupf, Mofa, hupf! Okay, einmal kurz hier rein. Kurz zumachen. Wo ist unser Froggy? Ah, hier ist er. Okay, wir wollen diesen blöden Bohrer bauen. Der ist hier. Bergbaubohrer. Herstellen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Muss der irgendwie auch betrieben werden? Ah, der geht auch kaputt. Ja, aber die Frage ist, kann ich ihn mit der Pfeile reparieren? Ich weiß es noch nicht. Und wir gehen nochmal ins Crafting-Menü. Wir wollen nämlich auch noch diesen Bergbaukralle. Baut Edelsteine andere magischen Blöcke effektiv ab. Brauchen wir vier von diesen. Heilige Scheiße. Fliegt er... Oh, Moment! Das brauchen wir auch, Freunde. Das brauchen wir auch.
Wir müssen aber erst Kupferblöcke machen. Nee, Moment, wir wollen noch den Helm, den Bergarbeiterhelm, da brauchen wir auch Kupferblöcke. Das heißt, wir müssen das erstmal zum Schmelzofen, müssen hier erstmal verwandeln in Kupfer. Machen wir mal 10 Stück, oder? Ach, wobei, wir können eigentlich... Ja gut, es sind 11. Es soll ja eigentlich klar gehen. Hier... Reicht es vielleicht sogar schon? Für den Helm? Nee, wir brauchen 6 Stück davon. Was wollte ich jetzt noch machen? Den Bohrer habe ich. Jetzt brauche ich nur noch den Helm. Keine Rezepte. Schwacher Heiltrank, bla bla bla. Sprengbombe. Was ist denn das? Flammender Rubinstaub. Feuerstelle, Fackel. Okay, mehr können wir hier noch nicht machen. Wir brauchen Eisen für das nächste Upgrade, aber Eisen haben wir noch nicht. Moment, wir müssen hier auf... auf den Ofen müssen wir doch zugreifen. So, voilà, und dann haben wir das Ganze. Jetzt können wir auf die Crafting-Bank gehen und können unseren Helm holen. Oh, holy shit, der dauert 5 Minuten. Okay, das ist natürlich nicht schön. Wir haben jetzt Bohrer. Jetzt will ich mich mal kurz umschauen. Vielleicht kann ich dann noch irgendwas... Ach, das ist Leinenstoff. Das ist gar kein Baumwollstoff. Portalstein. Hier der Landeplatz. Ruinensteinblock. Die habe ich alle weggeschmissen. Ruinensteinblock und Steinblock 15 Stück. Veredelter Stromquarz. Wir haben zwar auch sowas, aber ich weiß nicht, wie ich das zusammenbauen kann. Manuelles Herstellen, Werkbank, nee. Wie kann ich den denn herstellen? Das ist Werkzeug. Da wird es auch nicht dabei sein. Nee. Wallläuferstation. Das brauchen wir nicht, aber wie stelle ich denn diesen blöden... Diese blöde Mini-Bombe. Ich weiß es nicht. Haben wir da vielleicht noch nicht das Rezept dafür? Ich finde es nämlich gerade nicht. Mir fehlt hier dieser veredelte Stromquarz. Was ist denn das Blaue, was wir hier zusammenbauen können? Ne, das ist der Portalstein. Okay, ich weiß leider nicht, wie wir das hinbekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir können auf jeden Fall... Ich will auf jeden Fall noch diese Hacke machen. Um unseren Boden schön fluffig zu machen. Dann können wir nämlich eine ganze Menge... Ah, scheiße, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Zwei Sachen gleichzeitig kann ich nicht craften, oder? Wie lange dauert denn noch? Ja, 2,5 Minuten. Ich würde jetzt sogar... Kann ich eine Werkbank noch herstellen? Sehr schön. Dann bauen wir einfach 2 Werkbänke. Und dann schlichte ich die hier hin. Dann können wir auf jeden Fall das Bauen vielleicht ein bisschen beschleunigen. So, mit der Nummer 6. Bauen wir die einfach mal hier hin. Ja, so also vor der Tür ist ein bisschen kacke vielleicht. Wisst ihr was? Die bauen wir einfach außen hin. Einmal drehen, drehen, drehen. So, perfekt. Dann können wir jetzt diese Hacke machen. Nein, sag bloß, ich muss die jetzt auch aufgraden. Nee. Doch, scheiße, wir müssen sie trotzdem aufgraden. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Jetzt brauchen wir hier natürlich 8 Kupfer. Haben wir nicht mehr so viel Kupfer. Wir haben alles eingeschmolzen. Gott verdammt. Okay, da müssen wir vielleicht doch noch warten, ne? Aber in der Zeit können wir vielleicht unsere Samen hier anbauen. Einmal E. Wir haben gar keine Samen. Ach, wir haben die Trophäe hier. Die können wir hier vielleicht mal auf die Schnelle aufhängen. Können wir die ins Haus hängen? Hier so über die Crafting Bank. Sehr schön. Okay. Wir haben auch eine ganze Menge Krempel in den Kisten. Ne? Karottensetzlinge. Das nehmen wir auch mit. Der Gartenpilz-Samen. Er wird nun
Hier mit diesem Staub, ja. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich's... Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Okay, das war's von der Kiste. Was haben wir hier? Baumwollsetzling, den können wir auch noch reindroppen. Kann ich es hier reinziehen? Sehr schön. Verbrauchsgut, den kann ich essen. Kürbissetzling ist sehr wichtig. Dann gehen wir auf die nächste Kiste. Hier mal einen Kaktussetzling. Aber Sand haben wir... Ah, wir wollten den Block Sand mitbringen. Das haben wir auch vergessen. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt gehen wir erstmal das Zeugs hier anpflanzen, was wir denn hier haben. Um so ein bisschen Ordnung hier zu halten, ne? So, dann nehmen wir erstmal das raus. Baumwollsetzling. Es ist ein Samen. Dann sollten wir ihn doch rein theoretisch hier anpflanzen können, oder? Also gut, 7 war der Rubinbaumsetzling. Ups. Der Rubinbaumsetzling. Den Baum einfach mal hier hin. So, da haben wir Karöttchen. Einmal hier, hier, hier. Die Kisten müssen wir hier auf die Stelle wegmachen. Sehr schön. Ey, da ist ja gar nichts drin. Ich habe gedacht, das ist alles wertvolle Loot hier. So, nochmal ein paar Karottensetzlinge. Holy shit, haben wir viele vor denen. Okay, das war's. Was ist das? Kürbissetzling. Was ist das? Baumwollsetzling. Und der Pilz. Ich weiß gar nicht, ob der hier wächst. Ah, baum ihn einfach mal hin. 1, 2 und 3. Sehr schön. Das war's, glaube ich, von den ganzen Setzlingen erstmal. Aber wir haben noch hier hinten eine... Ey! Unser Bergbauhelm fertig. Sehr schön. Wollen wir den auch gleich mal ausrüsten? Einmal ausrüsten. Dann packen wir das wieder rein. Den Heiltrank. Die Fackel. Machen wieder unser Inventar leer. Hier haben wir schon Säckchen. Wir haben nämlich schon wieder eines. Okay, die ist schon wieder voll. Das können wir rein. Wir haben doch hier einen Sandblock. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann müssen wir in die andere Kiste. Ich wollte jetzt nur sehen, ob wir hier vielleicht irgendwas stacken können. Kohle hätten wir auf jeden Fall noch. Die Knochen, die können wir erstmal wegschmeißen. Die braucht, glaube ich, nicht. Rezept für Sprengbombe haben wir schon. Erdblock, den nehmen wir auch mal mit. Den Sandblock, wisst ihr was, den schmeiße ich jetzt auch weg. Und weg damit und weg damit. Den behalten wir. Das Hütchen behalten wir auch. Die Baumwolle auch. Die Lampe können wir eigentlich auch wegschmeißen. Und die Portalsteine haben wir auch, glaube ich, mehr als genug. So, okay. Dann hätte ich gesagt, reisen wir wieder in die letzte Map. Zumindest auf der letzten Map, wo wir waren. Das ist die hier. Da gibt es sowieso eine Mission. Nektar der Erde. Genau, da müssen wir die Dinge hier schaffen. Wir reisen mal hier hin. Und ich will mal schauen, was wir mit dem Bergbaubohrer hier reißen können. Ich weiß gar nicht, was es für Rohstoffe aus dieser Map gab. Ob es gab hier auch Kupfer? Oder vielleicht sogar schon Eisen? Ich weiß ja nicht. Und außerdem müssen wir sowieso noch das Portal finden. Das trifft sich vielleicht ganz gut, wenn wir dann hier ein bisschen in der Gegend rumbohren. Und deswegen will ich das auf jeden Fall ein bisschen machen. Okay, sehr herbstlich hier. Kommen gleich alle beide auf uns zu. Frosch! Oh, der ist sehr langsam. Feuergeist, Sprengbombe, Holzscheit. Oh, sehr schön, was wir alles davon bekommen. Wollen wir den Bohrer vielleicht gleich mal ausprobieren mit der 3? Oh, das ist not bad. Das ist not bad. Er gräbt zwar genauso schnell, allerdings gräbt er immer 4 Blöcke weg. Und das ist schon richtig cool. So macht Farmen Spaß, Freunde.
Gar nicht übel. Ah nein, Freunde, Freunde, wir sind schon wieder bei der Zeit. Scheiße. Das meine ich immer. Die Zeit geht hier so enorm schnell vorbei. Und ich finde es gerade echt sehr, sehr cool. Ich würde hier gerne nochmal ein bisschen weiter bohren. Wir müssen allerdings das mit Vorsicht so ein bisschen genießen. Gehen nochmal auf die Ich-Perspektive oder First Person. Ich weiß ja nicht, wo wir rauskommen und ob der hier alles so schön abbaut. Aber wie es aussieht, gibt es hier nichts außer Erde. Doch, hier ist ein bisschen Kupfer. Ich würde halt gerne wissen, ob er das auch abbaut. Nee, scheinbar nicht. Nee, das baut er dann einzeln ab. Aber er legt es auf jeden Fall sehr, sehr schön frei. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen minen werden. Denn ich habe den Spruch gelesen vorhin. Die besten Rohstoffe wird man unter der Erde finden, ne? Und das wollen wir natürlich dann auch rausfinden, ne? Oh, 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 oh. Oh, scheiße, wir sind... Oh, scheiße. Nein! Habe ich jetzt meinen Frosch rausgesperrt? Ist er noch hier? Ne, hier ist er doch. Okay, wir sind scheinbar hier aber irgendwo unter dem Meer oder unter dem Wasserding rausgekommen. Und hier oben sieht man meine Flamme von dem Helm hier. Okay. Freunde, dann hätte ich gesagt, war es das aber auf jeden Fall von dieser Folge. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut. Euer Mofa. Ciao, ciao.